Der Agrarökologe Moritz Reckling inspiziert sein Versuchsfeld. Ja. Wie gut kommen die Pflanzen mit Trockenheit zurecht? Ja, ich gucke jetzt hier mal in den Bestand rein. Versuche hier mal ein bisschen den Oberboden aufzugraben. Genau, ist sehr trocken. Und ja, die Pflanzen, die brauchen jetzt dringend Wasser. Aber nur ein Teil der Pflanzen bekommt jetzt Wasser. Der Vergleich von bewässerten und nicht bewässerten Flächen zeigt, was wächst noch trotz zunehmender Trockenheit durch den Klimawandel und was nicht. Die Landwirtschaft steht vor extrem großen Herausforderungen, muss sich an viele Veränderungen anpassen. Die Anbausysteme werden sich ändern. Wie wird Landwirtschaft betrieben? Mit welchen Fruchtarten? Da werden auch neue dazukommen, eventuell aus wärmeren Regionen. Und letztendlich bedeutet das auch, dass wir darüber nachdenken müssen, was wir in Zukunft essen werden. Die Versuchsflächen liegen bei Müncheberg, 50 Kilometer östlich von Berlin. Die Forscher nehmen regelmäßig Bodenproben. Und das, was überbleibt, ist der Grobboden oder das Bodenskelett. Meist ist der Boden hier sehr sandig. Er kann den Regen schwer binden. Dann sind die Bedingungen schon so trocken, wie sie auf besserem Untergrund erst noch werden, durch den Klimawandel, durch die zunehmende Trockenheit. Und jetzt müssen wir einen Ball formen. Das können wir. Diese Felder sind also bestens geeignet für Klimawandel-Experimente, um die wichtigste Frage zu beantworten: Was muss die Landwirtschaft tun, um auch in Zukunft ausreichende Erträge zu erwirtschaften? Was tun? Wir müssten in dem Falle die Bearbeitungsmethoden verändern, die Pflanzen vielleicht verändern und andere Pflanzen nutzen, die eben an die Gegebenheiten angepasst sind. Was wächst in Zukunft überhaupt noch auf den Äckern in Deutschland? Und wie müssen sich die Anbaumethoden verändern? Steinchen, die größer als 2 Millimeter sind. Die Forscher simulieren unterschiedlich harte Trockenperioden. Manche Flächen werden stark bewässert, manche weniger, andere gar nicht. Moritz Reckling sammelt Messdaten. Sein Kollege Klaas Nendel wertet sie aus. Wie gut schlagen sich die Ackerfrüchte, wenn der Klimawandel schwach, stärker oder ganz massiv ausfällt? Es gibt Gewinner und Verlierer. Ja, der Gewinner, das sind die Wintergetreide. Weizen, Roggen, Gerste, die haben die Möglichkeit, aus dem Winter gespeicherte Feuchtigkeit im Boden noch zu nutzen. Und tendenziell, wenn das Klima wärmer wird, entwickeln sie sich schneller und rücken damit aus dem Fenster der heißen Juli- und Augustmonate heraus und sind vielleicht schon fertig und erntereif im Juni, bevor es richtig heiß und trocken wird. Je stärker der Klimawandel, desto besser für den Winterweizen, etwa in Thüringen und Sachsen-Anhalt. In Bayern profitiert vor allem Unterfranken. Auch die Verlierer stehen schon fest. Insbesondere dort, wo jetzt die Erträge besonders hoch sind. Der Verlierer sind meistens die Getreide und andere Kulturen, die wir erst im Frühjahr ausbringen. Denn die stehen lange übers Jahr, die stehen auch in den heißen und trockenen Sommermonaten. Der Mais, möglicherweise die Zuckerrübe, die Kartoffel, aber die wird häufig bewässert. Diese Kulturen geraten in Gefahr, dass wir niedrige Erträge in der Zukunft erwarten müssen. Besonders hart betroffen der Silomais, ein wichtiges Futtermittel für Tiere. Große Ernteeinbußen wird es besonders im Nordwesten Deutschlands geben. Keine Maisfelder mehr in Deutschland? Die Wissenschaftler testen verschiedene Anbaumethoden. Ein erstes Ergebnis. Die Mischung macht's. Neben dem Mais wächst in Zukunft Hafer oder Weizen. Es wird also noch Maisfelder geben, aber vielleicht keine Monokulturen mehr.
Der Landwirt sollte in Zukunft nicht alles auf eine Karte setzen. Da ist es gerade wichtig, verschiedene Kulturpflanzen anzubauen, die unterschiedliche Stadien haben, unterschiedliche Aussaattermine, unterschiedliche Erntetermine, um so an diese unvorhersehbaren Wettersituationen eben auch angepasst zu sein und das Risiko für Ernteausfälle zu streuen. Ein zweites Ergebnis. Comeback einer traditionellen Anbauform, dem sogenannten Mischgemenge. Ackerfrüchte wachsen gemeinsam auf derselben Parzelle, etwa Linse und Hafer. Zusätzlicher Vorteil: weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel bei dieser Anbauform. Die bekannten Ackerfrüchte wird es also auch in Zukunft geben. Was kaum jemand weiß, auch sie waren einmal neu in Deutschland. Das ist in den meisten Ländern so. Zwei Drittel aller Gemüse, Früchte und Getreidesorten sind Zugereiste. In Australien und Neuseeland machen nicht heimische Pflanzen fast 100% aus. In Deutschland heimisch sind Äpfel, Himbeeren, Spargel, Haselnüsse und der Hopfen. Aber zum Beispiel nicht der Weißkohl, gesäuert als Sauerkraut bekannt. Dennoch, seit den Weltkriegen werden die Deutschen als Krauts verunglimpft. Der Weißkohl kommt aber aus dem Mittelmeerraum. Die Griechen und Römer kannten schon gesäuerten Weißkohl. In Deutschland wurde er erst im Mittelalter erwähnt. Das tägliche Brot landete erst ab dem 16. Jahrhundert reichlich auf dem Teller und deckte 3/4 der Kalorienzufuhr. Davor, im 15. Jahrhundert, gab es vor allem viel Fleisch. Fast doppelt so viel wie heute. Diese Menge war wohl nicht so gesund. Schließlich gilt schon der heutige Fleischkonsum als zu hoch. Sie möchte das ändern. Alison Stille brät verschiedene Fleischersatzprodukte an. Burger, Würste, Geschnetzeltes. Vielleicht so ein bisschen fischartig. Mit ihrem Mann David produziert sie Alternativen zum Fleisch. Tatsächlich nicht so. Und die beiden wollen gerne wissen, was die Konkurrenz so anbietet. Die Kritik an den Fleischersatzprodukten kennen sie. Das blutet hier. Zu weich, es beißt sich wie Brei, schmeckt nach Erbse, nicht nach Fleisch. Sehr rauchig. Ja, also da kommt das Raucharoma schon ganz besser machen, finde ich. Also für eine gute Fleischalternative braucht es immer im Prinzip drei Sachen. Du brauchst eine Trägermasse, also irgendwas, auf dem die Fleischalternative aufbaut, die Basis quasi. Die muss eine gute Struktur haben, damit du auch was zu beißen hast, wenn du es isst. Und das Ganze muss natürlich auch gut schmecken. Erstens die Trägermasse. Die Stilles verwenden nicht Tofu oder Erbsen wie üblich, sondern Quinoa. Den beziehen sie regional von einem Landwirt bei München. Warum Quinoa? Der Quinoa hat für uns die perfekte Korngröße. Die Partikelgröße ist tatsächlich im Kontext des Burger Patties ideal, ähnlich wie Hackfleisch. Und die ernährungsphysiologische Wertigkeit des Quinoas ist sehr gut. Wir haben alle essentiellen Aminosäuren in dem Korn. Wir haben einen sehr hohen Mineralien- und einen sehr hohen Ballaststoffgehalt. Und gerade im fermentierten Kontext funktioniert das für uns einfach am besten. Das eigentliche Geheimnis Ihres Burgers: Pilze. Und damit zu zweitens, dem Biss. Ein bestimmter Schlauchpilz wird unter den Quinoa gemischt. Das Ganze kommt in Form und wird erhitzt. Der Pilz durchsetzt die Trägermasse mit seinen fadenförmigen Zellen, verleiht dem Patty Struktur. Das erzeugt dann den Biss, wie beim echten Fleisch. Der dritte Schritt, der Geschmack.
Auch hier spielt ein Pilz mit. Er ernährt sich von Reis. Und befällt Bohnen. Das ist der Trick. Der Pilz knackt die Proteine der Bohnen auf, Aminosäuren entstehen, zum Beispiel Glutaminsäure. Die ist mitverantwortlich für den Fleischgeschmack, Umami. 2 Tage in Salzlake, fertig ist eine Art Soße. In 3 Schritten zur Fleischalternative. Ein fermentierter Quinoa-Burger, durchsetzt mit einem Pilz, eingelegt in einer Umami-Soße. Sie arbeiten noch an einer Alternative. Und wieder spielt ein Pilz die Hauptrolle. Der Chicken of the Woods, das Waldhühnchen. Der Vorteil? Diesmal ist der Pilz selbst die Trägermasse. Er muss fermentiert oder durchsetzt werden. Es braucht keine Umami-Soße. Der Pilz macht alles selbst, schmeckt und beißt sich angeblich so wie Huhn. Bei diesem Baumpilz, dem Chicken of the Woods, ist es so, dass er die Eigenschaften, die wir bei Fleischersatzprodukten suchen, schon von sich aus mitbringt. Er hat eine fleischartige Konsistenz, einen sehr hohen Proteingehalt und so einen Umami-Geschmack. Und das wäre jetzt nochmal eine Alternative für uns zu der Fermentation, wie man sie bei den Burger-Patties gesehen hat. Der Absatz der Fleischalternativen steigt rasant. Es kommt also Neues auf den Teller. Mal wieder. So waren die Deutschen nicht immer Kartoffelfresser, wie zum Beispiel Italiener sie gerne nennen. Die Kartoffel wurde von den Spaniern im 16. Jahrhundert in Peru entdeckt und machte in deutschen Landen erst unter Friedrich dem Großen gut 200 Jahre später Karriere. Sie linderte die Hungersnot in Preußen nach dem Siebenjährigen Krieg. Und wenn die angeblichen Kartoffelfresser im Gegenzug die Italiener als Spaghetti oder Macaroni verunglimpfen, liegen sie auch falsch. Die Nudel, meist aus Weizengrieß, kam ursprünglich aus China nach Europa. Und nicht erst mit Marco Polo, sondern vermutlich viel früher über die Seidenstraße. Und ein anderes italienisches Gericht wurde erst durch Entwicklungshilfe berühmt. Die Pizza. Schon die Griechen und Etrusker haben Fladen mit Zutaten belegt und gebacken. Aber erst die Tomate aus Südamerika brachte der Pizza im 16. Jahrhundert den kulinarischen Durchbruch. In vielen Ländern wird inzwischen mehr Weizen für Pizzateig als für Brot verwendet. Der zugereisten Tomate sei Dank. Das Brot der Welt. Es wird weltweit mehr Weizen angebaut als Reis oder Mais. Egal welches Getreide, auf jeden Fall zu viel, meint Senthold Asseng und sein Team von der Technischen Universität München.